Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, werte Gäste! Was wir regelmäßig auf unseren Straßen selbst erleben, sind stockender Verkehr oder Staus. Der zunehmende Schwerlastverkehr sowie die individuelle Mobilität führen insbesondere in den Städten und auch saisonal in touristisch geprägten Regionen des Landes zu Problemen. Und diese Situation besteht bereits seit Langem auch in unserem Bundesland. Wir brauchen also Optionen, mit denen wir den Hang der Menschen zur individuellen Mobilität verändern und die damit verbundenen Probleme reduzieren können. Das Carsharing, vornehmlich in den Oberzentren des Landes, ist eine davon. Meine Damen und Herren, nach dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes im Jahre 2017 hat nunmehr auch der Landesgesetzgeber reagiert und zielt mit seinem Gesetzentwurf auf Mobilitätsangebote ab, die er in seiner eigenen Zuständigkeit regeln kann. Durch die Bereitstellung von öffentlichen Flächen für das stationsbasierte Carsharing sollen geeignete öffentliche Flächen für Parkplätze zur Verfügung gestellt werden. In diesem Zusammenhang sollen Ausschreibungen erfolgen, auf die sich geeignete Carsharing-Anbieter bewerben können. Im Zuge des Auswahlverfahrens der Anbieter, sofern es mehrere gibt, soll die Sondererlaubnis zur Nutzung öffentlicher Flächen maximal 8 Jahre betragen. Die zuständige Gemeinde achtet darauf, dass ihre verkehrs- und umweltpolitischen Vorgaben sowie ergänzende Auflagen vom Anbieter berücksichtigt werden. Geschieht dies nicht, kann die Sondererlaubnis wieder entzogen werden. Meine Damen und Herren, im Wesentlichen orientiert sich der Gesetzentwurf am Bundesgesetz. Dennoch hat sich der Ausschuss auf der Grundlage eines Antrages der Koalitionsfraktionen für eine Änderung des § 4 Absatz 4 ausgesprochen, den verpflichtenden Rechtsrahmen für die Bestimmung von Eignungskriterien im Rahmen des Auswahlverfahrens zu flexibilisieren, um die Handlungsspielräume der Gemeinden nicht einzuschränken. Weiterhin hat der Ausschuss dafür votiert, die Eignungskriterien für Carsharing-Anbieter offener zu formulieren, ohne dass dies im Sinn und Zweck des Gesetzes zuwiderläuft. Darüber hinaus hat sich der Ausschuss dafür ausgesprochen, dass in § 4 Absatz 6 verankerte Losverfahren bei mehreren geeigneten Carsharing-Anbietern durch die Möglichkeit eines offenen Auswahlverfahrens zu ersetzen. Schlussendlich hat der Ausschuss auch dafür votiert, das Höchstmaß der Geldbuße bei Verstößen in § 7 Absatz 2 von 50.000 Euro auf 5.000 Euro als Anpassung an die Regelung von § 61 des Straßen- und Wegegesetzes Mecklenburg-Vorpommern mit einer maximalen Höhe von 5.000 Euro zu reduzieren. Das im Gesetz vorgesehene maximale Bußgeld hat der Ausschuss als unverhältnismäßig angesehen. All diesen Änderungen hat der Ausschuss einvernehmlich bei Enthaltung der Fraktion der AfD zugestimmt. Die Fraktion Die Linke hatte den Antrag gestellt, in das Gesetz einen neuen Paragraphen aufzunehmen, der die Landesregierung verpflichten sollte, das Gesetz 3 Jahre nach seinem Inkrafttreten einer Evaluierung zu unterziehen, weil das Gesetz neu sei und gegebenenfalls angepasst werden müsse. Dieser Ergänzung hat der Ausschuss mehrheitlich nicht entsprochen, weil man die Landesregierung nicht per Gesetz habe auffordern wollen, die Notwendigkeit des Fortbestandes des Gesetzes einmal zu überprüfen. Zudem wäre ein Entschließungsantrag im Zweifelsfalle der bessere Weg gewesen. Diesen Antrag hatte jedoch keine Fraktion gestellt. Heute, meine Damen und Herren, liegt Ihnen dieser Antrag der Fraktion Die Linke vor, und aus meiner Sicht spricht nichts dagegen, diesem Antrag zuzustimmen. Meine Damen und Herren, der Energieausschuss ist hinsichtlich seines mehrheitlichen Votums den wesentlichen Argumenten der Koalitionsfraktionen sowie des Fachressorts gefolgt und empfiehlt, den Gesetzentwurf in seiner geänderten Fassung anzunehmen. Vor diesem Hintergrund gehe ich davon aus, dass auch Sie der Beschlussempfehlung zustimmen können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.